Und herzlich willkommen zum Faktencheck, zu einer neuen Ausgabe, liebe Zuschauer. Und heute geht es um ein Thema, welches in Eisenhüttenstadt stark diskutiert wird, oder vielleicht auch polarisiert. Da können wir darüber reden, und zwar mit einem Abgeordneten der Stadt Eisenhüttenstadt, mit Egon Niemack. Er ist in der Fraktion der AfD. Ist das so korrekt? Hallo, schönen guten Abend erst einmal. Ja. Ja, das ist korrekt. Es gibt derzeit also eine Aktion, die stark diskutiert wird, und zwar werden Unterschriften gesammelt für die Abwahl des Eisenhüttenstädter Bürgermeisters Frank Balzer. Richtig. Wann ist denn oder warum hat man diese Aktion überhaupt ins Leben gerufen? Oder wenn man, vielleicht könnte man auch so mal fragen, war es notwendig, dass man diese Aktion ins Leben gerufen hat? Aus meiner Sicht schon. Sonst würde ich mich nicht dort engagieren. Ja, aber die Gründe, es müssen ja irgendwelche Gründe. Ich meine, wir kennen Abwahl vom Bürgermeister in Fürstenwalde, gab es ja auch, aber es sind ja unterschiedliche Gründe. Was sind denn die Gründe in Eisenhüttenstadt, dass der Bürgermeister abgewählt werden soll? Also der Hauptgrund war eben dieses Jahr, dass wir, muss ich mal vielleicht kurz weiter ausholen, die Abgeordneten haben im Frühjahr, im November beschlossen, auf Antrag, dass das Stadtfest jetzt hier 2023 stattfinden soll. Es gab aber da schon Bemerkungen hin, aber da muss am Haushalt ein bisschen was passieren, nachgebessert werden, sonst wird es ja eventuell eng, es muss ja finanziert werden. So, am 28. Februar war in der SVV die Vorlage vom Haushaltskonzept. Ja? Und das war nicht besonders. Es gab da keine anderen Veränderungen. Es gab immer noch Schulden. Und es gab nirgendwo da mal einen Nachweis, wo man nachgefragt haben, andere Abgeordnete, was ist denn da? Es waren alle Abgeordneten, muss ich dazu sagen, ja, bis auf zwei, drei Leute, verärgert. Selbst die SPD-Fraktion war sehr stark verärgert. Aber das stand ja alles in den Motz. Ich habe hier auch die Artikel mitgebracht, um die sich da dreht, wo, falls ja viele die Motz nicht haben und das nicht wissen. Naja, lesen wollen wir jetzt nicht. Nö, aber ich kann es ja auch immer nebenbei erwähnen. Ja, wer will, kann mich auch gerne anrufen und mal nochmal nachfragen. Es ist ganz einfach so, dass die Leute alle unzufrieden waren. Wir hatten, mal ein kurzes Resümee ziehen, als Rainer Werner gegangen war als Bürgermeister, hatten wir 62 Millionen Euro Schulden. Mhm. Und als das hat Frau Dagmar Püschel übernommen, ja. Über sie wurde zwar viel geredet und jetzt, und ich muss aber sagen, rückblickend, auf jeden Fall war sie die beste Bürgermeisterin, die wir bisher hatten, oder Bürgermeister, Meisterin mal weglassen. Ja. Dann sie hat zusammen mit der damaligen Kämmerin, die in Rente gegangen ist, mit der Frau Gudrun Grund, haben sie beide geschafft, diese 62 Millionen in den 8 Jahren komplett abzubauen. Nicht nur das, ca. 20 Millionen wurden zusätzlich erwirtschaftet für die Eisenhüttenstadt. Mhm. Herr Balzer ist seit 18 Bürgermeister und schon sind die 20 Millionen verschwunden und über 8 Millionen Schulden. Jetzt versucht das zu erklären, dass es anders, wir hatten ja am Montag ein kurzes Treffen, ja, und es könnte anders sein, und wenn das Finanzamt und da könnten vielleicht irgendwer seine Schulden an die Stadt zahlt, der Schulden hat, hat aber nicht gesagt, was und wie, keine Ahnung, dann könnte das Finanzamt uns ja auf immer sozusagen die 8 Millionen schenken oder wie auch immer. Für mich nicht zu verstehen. Mhm. Gut, erzählt er jetzt. Aus dem Zeitpunkt hatten wir diese 8 Millionen Schulden. Und da war natürlich das Ergebnis, auch die SPD hat entweder, ich habe nicht darauf geachtet, dagegen gestimmt, also zumindest enthalten, und der Rest war eben einfach sauer wie alle anderen, und deshalb ist das Haushaltskonzept, das Wirtschaftsplanprinzip für 23 nicht durchgegangen. Jetzt muss man aber auch mal sagen, der Haushalt wird ja nicht in einer Stadtverordnetenversammlung entschieden oder abgelehnt. Es gibt ja vorher die Ausschüsse. In den Ausschüssen wird ja der Haushalt, der wird ja immer wieder diskutiert, und da hätte man doch schon in den Ausschüssen sagen können, nee, wollen wir nicht. Dann hätte es ja gar nicht zur Abstimmung zur SVV kommen können. Das wird dann einfach beschlossen, wird er weitergereicht oder wird er nicht weitergereicht. Mhm. Und wenn da die Masse noch dafür ist, dass er weitergereicht wird. Er wurde ja weitergereicht bis zum Hauptausschuss, also das ist ja die Vorinstanz zur SVV. Und dann hätte man sagen können, ja, im Hauptausschuss schon sagen, nee, wir reichen die gar nicht weiter. Das ist die große Frage, ne? Die große Frage ist das nicht. Das hängt ja von den Abgeordneten an, von den einzelnen Abgeordneten, von den Fraktionen, wie sie das denken und immer noch hoffen, dass da irgendwas kommt oder so. Und deshalb ging es dann eben halt in die SVV. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass
Herr Balzer, wie gesagt, Herr Kipperessen, eine, ja, wie soll man sagen, eine Pressemitteilung gegeben hat, die mit nichts abgestimmt war, mit niemandem abgestimmt. Die Pressemitteilung ist den Medien zugegangen und wir hatten es ja auch veröffentlicht. Das war ja im Grunde genommen eine Pressemitteilung, wo mitgeteilt wurde, dass also das Stadtfest ausfallen wird, weil der Haushalt nicht zugestimmt würde. Richtig. Und das ist schon mal die erste Lüge. Wir hatten auch unter Dagmar Püschel mal, wurde bestätigt und Geld war knapp und dann hatte man auch versucht, das zu sperren. Im Endeffekt ist aber das Stadtfest durchgeführt worden. Und wie letztens und Herr Wachsmann sagte von der SPD, der Fraktionschef, das hatten wir ja auch schon mal und das ist eigentlich seiner Meinung nach, wenn das beschlossen ist, dann kann man nicht plötzlich sagen, das fällt aus. Und vor allen Dingen der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist, weswegen dieser ganze Stress entstanden ist. Er hat es, wie die Mods so geschrieben hatten, einen Nebensatz nebenbei, ja, das Stadtfest fällt aus. Ja, was, wieso? Na, wenn die Abgeordneten den Haushalt nicht zustimmen, dann muss ihnen doch klar sein, dass das nicht durchgeführt werden kann. Und das ist schon die blanke Lüge. Wie gesagt, das war schon mal, ist schon mal passiert. Ja, aber wenn man sich die Gesetzgebung anschaut, das heißt also, wenn man eine vorläufige Haushaltsführung hat, also der Haushalt ist abgelehnt, dann greift eine vorläufige Haushaltsführung. Es kann sogar sein, dass der Kreis dann im Prinzip den Haushalt übernimmt, also die Haushaltslage übernimmt. Aber dann heißt es natürlich, wenn abgelehnt wurde, so ist es mir bekannt, dass dann alle freiwilligen Aufgaben runterfallen, also nicht durchgeführt werden, sondern nur noch pflichtige Aufgaben. Richtig. Hat er insofern falsch gehandelt? In meinen Augen ja, weil es war nirgend mit irgendjemand abgesprochen. Mhm. Es hat keiner gewusst. Und wenn am 20. März, ja, da war der erste Ausschuss wieder, Kultur und Sport, da bin ich auch Mitglied, und da, ich hatte die Mods nicht gelesen, und da stand der erste Artikel drin, wo er das behauptet hat. Und es gab keine Information. Und da hat sich von der CDU, die vom Marktwart, darüber auch aufgeregt, so steht es auch haargenau in der Mods drin. Das kann nicht wahr sein. In 20 Jahren gab es sowas noch nie, dass wir als Abgeordnete durch die Mods erfahren haben von einer Presseerklärung, die er einfach gegenüber uns abgegeben hat. Und als Bürgermeister ist er nicht der Meister der Bürger, sondern er ist den Bürgern verpflichtet. Und sein kommunaler Auftrag, das heißt auch, er ist verpflichtet, die Abgeordneten vor solche Presseinformationen rausgibt und uns eigentlich als, also wie uns als die Bösen so darstellt, dann möchte er schon mal eine Information geben. Hat er keine. Und das ist schon eine Sache, wo er eigentlich auch gegen kommunales Recht verstoßen hat. Und die Bürger haben sich alle aufgeregt, die Abgeordneten haben sich aufgeregt. Und deshalb denke ich mir mal, es ist ja nicht die erste Nummer. Ein Jahr vorher hat er ja ganz einfach mal den Chef vom Krankenhaus, Till Frohne, auch einfach beurlaubt, ohne jemanden zu fragen. Ist es die Art und Weise, wie der Bürgermeister Dinge angeht, dass er also die Abgeordneten übergeht und in einer Selbstaktion das durchführen? Ja, ist es das, genau, darum dreht sich. Er achtet die Abgeordneten nicht. Er achtet die nicht, beachtet sie nicht und tut bloß immer so, wenn es ja sein muss. Ja, momentan ist er ja der freundlichste Mensch, wenn er da vorne spricht. Und trotzdem haut das nicht hin. Und er hat es zum Beispiel, wo es damals um den Bürgermeister ging und einfach hingegangen, er kann den Bürgermeister um den Krankenhauschef Till Frohne ging, ist er als Bürgermeister hingegangen und hat Till Frohne einfach beurlaubt. Und er hat die Rechtsabteilung nicht gefragt, vom Krankenhaus direkt, ne, vom Aufsichtsrat, wusste auch keiner was. Noch nicht mal seine Parteikollegin, ja. Die AfD-Fraktion wollte ja eigentlich einen Untersuchungsausschuss irgendwie ins Leben rufen. Was ist daraus geworden? Ja, wenn die Masse den nicht will und ablehnt und den Bürgermeister lieber so weitermachen lässt, was eigentlich eine Schande ist, dann sagen, sowas geht nicht. Das ist überhaupt nicht akzeptierbar. Also diese Unterschriftenaktion, kommen wir mal auf die Unterschriftenaktion. Das ist jetzt nicht nur die Folge, dass das Stadtfest abgesagt wurde, sondern es ist für euch der Grund gewesen, die Art und Weise, wie er agiert, oder warum habt ihr die Unterschriftenaktion ins Leben? Und wer hat die überhaupt? AfD? Oder nein, wer hat denn, wer? Nein, das hat mit AfD überhaupt nichts zu tun. Ich bin ja auch nicht Mitglied der AfD. Bin zwar. Da werden wir auch noch mal kurz drüber sprechen, aber erstmal diese Unterschriftenaktion. Man hat doch als Parteimitglied nicht unbedingt eine ständige Verpflichtung. Ich bin doch auch noch ein freier Bürger dieser Stadt.
Und darüber kann ich doch dann also, auch entscheiden. Also hat jetzt diese Unterschriftenaktion nichts mit der AfD zu tun, der Fraktion, sondern es ist eine Aktion von Bürgern. Das, ja, das gibt unsere Montagsspaziergänger, das wissen wir, was wieder ins Leben gerufen wurde. Ja. Und wir hatten einmal knapp über 900, aber es ist überall, kann sich sagen, gucken will. Wobei unsere Gruppe in Eisenhüttenstadt immer noch, muss ich sagen, die stabilste Gruppe eigentlich ist, gegenüber den anderen Gruppen in ganz Brandenburg. Es gibt ja eine ganze Menge. Ne? Mhm. Nicht bloß in den Kreisen, auch in den größeren Städten eine extra Gruppe und so weiter. Und da wurde, wo das verkündet wurde, und da waren die Leute alle stinksauer in der ganzen Stadt. Wie kann eine Stadt das ausfällen? Waren sie alle sauer. Und den Bürgern hat das, die haben in dem Moment gar nicht mehr ans Krankenhaus gedacht. Das kam erst später, wo sie drum, ja, da war der dasselbe, und das kann nicht wahr sein. Und die sich aufgeregt haben. Mhm. Und da war es dann so, dass wir bei einem Montagsspaziergang, da habe ich dann zum Beispiel nach diesem 20.03., ne, bin ich anschließend noch hingegangen und da wollten die Leute alle was wissen. Und da habe ich jetzt gesagt, und, oh, kann nicht wahr sein, wie gibt es sowas, wie kann ein Bürgermeister sowas machen? Und über die Bürger hinweg, über die Köpfe, der Abgeordnete Olaf, der muss weg, haben sie alle geschrieben. Und da hat er sich so gesagt, wählt ihn doch ab. Und dann habe ich mich zu denen rumgedreht, da, wollt ihr das? Habt ihr das gehört? Ja! Und die Trommeln gingen alle. Sag ich, gut, soll ich das als Auftrag betrachten, vielleicht etwas zu unternehmen? Ja! Trommeln gingen auch wieder. Sag ich, okay, gut, nächste Woche zeige ich euch etwas vor. So. Gut, erst ist die Unterschriftenaktion. Wann ist sie ins Leben gerufen worden? Genau? Am 3. Weil es geht ja auch um Termine. Ne? Ja, ja. Also, ja, das ist jetzt das Problem, was man dabei hat. Also am 3.4. haben wir die erste Aktion, die ersten Blätter gehabt. Und da dachte ich immer noch an dieser Variante, 10% Bürgerbegehren geht zur SVV und da müssen die SVV-Mitglieder entscheiden, ob er abgewählt wird oder nicht. Also im Prinzip ist es nur so eine Art Volksbegehren, dass die Abgeordneten sich dann ja oder nein entscheiden? Richtig, ja, das muss dann trotzdem nochmal durch die SVV, aber es ist so, wenn man das jetzt größer greift, dann müssen 20%, also 20 von 100, so steht in Paragraph 81, bei über 20.000 Einwohnern müssen dann dafür sein. Die müssen aber unterschreiben und da war die Liste noch nicht fertig. Die sieht immer noch so aus hier, ne? So ähnlich. Kann ich auch mal kurz zeigen. Ja. Mhm. Dass es so ist, bloß da gab es diesen Strich und diesen Strich nicht. Mhm. Das heißt Geburtsdatum und hier das Unterschriftsdatum. Und das habe ich jetzt nachträglich geändert. Ansonsten ist die genau so geblieben, wie sie war, weil man darf die nicht ändern, wenn da ein anderer Text oben steht, dann geht es schon vorbei. Wie ist das jetzt? Jetzt sind ja überall irgendwelche Unterschriftenlisten ausgelegt. Ja. Was hat das jetzt? Ihr sammelt die dann wieder ein oder wie passiert denn das jetzt? Das werden die Bürger einsammeln, die sich alle Unterschriftenlisten mit mir geholt haben. Es gibt Dokumente, die wir als Dokument verschickt haben, zum selber ausdrucken und so weiter. Und sagt aber bitte rot lassen, also Farbe ausdrucken und so weiter. Und auch eine Beschreibung, wie das Ganze zu unterschreiben ist. Und die sollen es dann bitte wissen. Und das kommt jetzt, ist der, muss ich sagen, der Fehler gewesen, habe ich heute erfahren, dass es dann am 8.9. bei der Demo abgegeben wird. Denn bis 4 Wochen kann man unterschreiben. Und da war für mich klar. Hast du eine Frist von 4 Wochen? Ja, eine Frist von 4 Wochen, da ich 3.5. So, und danach den Montag dann einsammeln, weil es sind ja die Listen überall verteilt. Viele Bürger haben sich gemeldet und viele haben sich auch selber ausgedruckt. Wie gesagt, das haben wir bei Telegram und auch bei Facebook über Messenger und was weiß ich, überall verteilt. Und wurde auch persönlich von vielen weitergegeben, die sich ausgedruckt haben und die es weiterreichen. Und ich sage dann nur, ihr müsst, aber spätestens dann am Montag, wenn wir diese Dokumente alle abgeben. Denn die müssen weitergereicht werden, gleich an den Wahlleiter, an den Herrn Slupecki. Und da muss das stimmen. Und nun hatten wir noch telefoniert und da sagte er, ja, aber er weiß auch nicht, wie das läuft. Man macht ja sowas nicht ständig. Und jedes Jahr sagt er, ja, ist verständlich. Er macht sich schlau, erkundigt sich und dann informiert er mich und so weiter. Und da ist jetzt bei rausgekommen, dass die Zeit knapper wird. Also die Zeit wird wirklich knapp. Das heißt, wenn der 3.4. war der erste Tag und da dachte ich, bis 3.5. kann der Schirm werden. Nein, am 3.5. müssen die Unterlagen dann schon alle komplett abgegeben werden.
Oder wenn ich es da am 8. mache, dann würden die Listen, die bis dahin unterschrieben waren, ne? Zum Beispiel bis zum 8., wären dann ungültig, kommen nicht rein. Mhm. Und da müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt zusammenkriegen. Alle, die schon Listen haben, die voll sind oder fast voll sind, bitte bringt die unbedingt am Montag mit, lasst sie mir zukommen. Jetzt wollen wir mal realistisch sein. Ja. Nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich eine gewisse Anzahl von Unterschriften zusammen, dass sich die SVV damit beschäftigt. 4.600. Müssen das sein, oder? Ja. Okay. Nehmen wir an, die kommt zusammen, die 4.600. Ja. Da muss sich die SVV und die Abgeordneten damit beschäftigen. Glaubt man denn tatsächlich, dass die Abgeordneten dann einem Abwahlverfahren zustimmen werden? Die Machtverhältnisse oder die Mehrheitsverhältnisse sind ja nicht gerade AfD-freundlich, oder? Nö, da muss man sagen, das entspricht dann den einzelnen Fraktionen, ihren eigenen Willen und ihren eigenen Gedanken, die sicherlich mit unseren, vor allem von den Spaziergängern, wie gesagt, nichts mit AfD zu tun hat. Aber das ist schon mal, wenn ich sehe, dass eine Fraktion, aus der ich stamme, wollen da nicht unterschreiben, wenn sie ab. Das verwundert mich dann doch schon. Und wenn ich dann Frage kriege, etliche Anfragen, wo eine ganze Liste, ungefähr 50, 60 Listen, sind nach Fürstenberg gegangen. Tja, irgendwo stimmt da wohl was nicht. Zu deinem vorhergehenden Bürgerverein, ja? Fürstenberg. Ja, Ja. Da ist ja Egon Niemack seine Wiege, ne? Also, sagen wir mal. Nee, umgedreht. Naja. Egon Niemack war die Wiege der Bürgervereinigung. Oder so. Ich habe ganz damals, die Montagsspaziergänge, in denen wir noch die Montagsdemos, ne? War ich am zweiten Montag dabei und habe ich Leute kennengelernt, die aus Bayern noch kamen. Da ist aus verschiedenen Gruppierungen dann die Deutsche Soziale Union entstanden, Schwesterpartei der CSU. Ja, und Kohl hatte mal gesagt, ja, und die Ost-CDU, den nehmen wir nicht, das ist ja die christliche SED. Und hat er sich anders überlegt, weil er Angst bekommen hat, wenn wir jetzt die, weil CDU ist Bayern begrenzt eigentlich, und durch diese Schwesterpartei DSU, und wir wurden ja auch immer mehr. Jetzt wird es kompliziert. Ja, ja, nö, das wäre einfach, wäre die CSU insgesamt aber stärker geworden wie die CDU. Aber trotz alledem, die Frage, deshalb, also Kohl hat abgelehnt. Ja, Egon Niemack ist jetzt in der AfD-Fraktion, ist aber kein AfD-Mitglied. Nee. Muss man auch nicht. Nö, also, muss man. Nehmen wir unseren jetzigen Bürgermeister. Er hat, Frank Balzer, war ja mal, hat auch sogar offen zugegeben, bei den Republikanern. Ja. Und da ist er dann rausgetreten und dann hatten ja auch keine Chance. Ne? Muss man ehrlich sagen. So, und dann hat er sich für die SPD begeistert und hat dann bei der ersten Wahl drin gesessen, in der SPD-Fraktion als Parteiloser. Er ist danach erst eingetreten. Also es ist aber da gab es einige Fälle, zum Beispiel in Eisenhüttenstadt, wie ich sehe, ich weiß noch von FDP zur SPD. Also das war ja auch die, sag mal, die 90er waren ja auch, sag mal, so eine Suchfunktion teilweise. Aber das ist ja nicht unser Thema. Heute geht es ja. Das Wahlgesetz gibt es einfach her. Ja, ja. Ja, das kann man ja auch machen. Man kann ja auch als, es gab ja auch Mitglieder, die nicht in der SPD waren, aber trotzdem, ich erinnere nur an Axel Titzky, unseren großen Künstler hier aus der Stadt. Richtig, genau. Er war ja auch nicht in der SPD, aber trotzdem SPD-Abgeordneter. Ne? Richtig, ja, warum sollte das bei mir nun verwunderlich sein? Ja. Ja, es hätte ja sein können, dass man sich entscheidet, okay, also AfD, ich meine, sie ist ja in Brandenburg, glaube ich, zweitstärkste Kraft, muss man ja mal sagen. Ne? Ja. Also, in Eisenhüttenstadt die allerstärkste? Ja, die Zahlen kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nur von der letzten Landtagswahl, und die steht ja, ich glaube, 2025 an wieder. Ich glaube, 2025 kann es sein. Oder 24? Ah, ich muss mal nachschauen. Ist egal. 24 jetzt, ist aber nicht unser, ist aber nicht unser Thema. Mir ging es jetzt, oder uns ging es ja darauf, mal auf die Unterschriftenaktionen einzugehen, denn es wird stark diskutiert in der Stadt, diese Aktionen. Jetzt wollten wir einfach mal wissen, wie da die ganzen Zusammenhänge sind, wo es herkommt, warum man unzufrieden ist. Ne? Ja, und jetzt kriege ich aber natürlich auch Mails, die dann fragen, ja, okay, nehmen wir mal an, der wird abgewählt, aber wer soll es denn machen? Ja, sicherlich werde ich auch viel gefragt. Das ist ganz einfach. Man muss sich ja an die Gesetze halten. Und wenn das passiert und Herr Balzer zurücktritt, dann gibt es eine Ausschreibung und dann können sich Leute bewerben. Und wer sich da bewerben wird, keine Ahnung.
Aber wir haben jetzt zum Beispiel die Landratswahl und da bewerben sich auch alle Parteien, zum Beispiel Steffen, wer ist da? Auf Frank? Nee. Ja, Steffen Frank oder Frank Steffen, so rum. Bürgermeister Frank von Steffen Besko. Ist ja Bürgermeister von Besko. Ja. Da gibt es ja, ja den Herrn Gehm noch von der CDU. Mhm, ne? Also, ja, ja. Dann gibt es ja auch noch, ich glaube, fast alle Parteien oder Institutionen das, ja, sind ja da vertreten. Es gibt zwei parteilose Bewerber. Ja. Ne? Und das wäre zum Beispiel der Ralf Kaun und auch Wilfried von Aswegen. Mhm. So, die hängen vor allem, Ralf Kaun finanziert das Ganze allein, deswegen ist das für ihn schwierig. Und Herr Aswegen hat opfert da, sag ich mal, auch einige Sachen und von ihm, er wird, sag mal, in seiner Ecke gut unterstützt, deswegen kann er sich auch mal ein paar große Plakate. Aber Landratswahl ist nicht unser Thema. Es ging jetzt wirklich um Eisenhüttenstadt, um den Bürgermeister. Ja, also, du hast mich gefragt, wer dann? Und ich habe gesagt, dann gibt es eine Ausschreibung und da werden sich Leute melden und da kann man nur hoffen, dass es dann auch parteilose Leute gibt, die sich melden. Und wer dann unbedingt, wenn Herr Balzer weg ist, wieder SPD wählen will, ja, der muss es dann halt tun. Ja. Aber wer sagt, nö, Parteien wollen wir nicht mehr, das ist ja auch der allgemeine Sound, der, sag mal, speziell jetzt in Widerstand sich, so Widerstand nenne ich jetzt unsere Spaziergänge etc., was alles deutschlandweit passiert, und die alle keine Partei mehr haben, was keine Altpartei. Und deshalb gibt es ja auch viele neue Bürgervereinigungen und so weiter und Bewegungen, ja, wo der Staat ja auch versucht, oder die Regierung versucht, Entschuldigung, doch nicht Staat sagen, habe ich nicht gesagt, dann fällt gleich wieder angezählt hier. Ja, mich fragt man natürlich, Egon Nehmer ist natürlich Abgeordneter, spricht natürlich mit der ganzen Menge auch anderen Abgeordneten. Hält sich in Grenzen. Wie ist die Stimmung bei den anderen? Kriegt man da was mit hinsichtlich dieser Unterschriftenaktion, dieser Abwahl? Von den Abgeordneten? Da muss ich sagen, habe ich eigentlich schon gesagt, bin ich eher enttäuscht. Okay. Und viele mögen mich nicht, weil ich doch, ich habe damals die meisten Stimmen gehabt bei der Wahl. Und dadurch, erst war ja nur Herr Wachsmann mit über 2000 Stimmen und ich dann auch und ich hatte nur 2600 und er war, das wäre nicht weniger. Auf jeden Fall waren dann beiden Fraktionen 8 Mandatsträger. So. Und dadurch sind natürlich, da ja die Zahl gleich bleibt, es wäre den anderen Fraktionen einfach was weggefallen. Ja, die Bürgervereinigung, meine davor, die waren ganz schön sauer, ne? Werden bloß noch immer 3er bleiben statt 5, CDU genauso. Ja, die können sich, glaube ich, mit meiner Person nicht so gut identifizieren. Egon Nehmer spaltet ganz schön die Nation hier in Eisenhüttenstadt. Muss man schon dazu sagen. Ich spalte nicht. Naja, polarisiert. Polarisiert ist das okay. Ich glaube, das bessere Wort. Ja, das ist das bessere Wort. Ja. Denn wenn man zum Beispiel solche Ausdrücke, wenn man Leute fragt, die völlig gleichgültig sind, die den Medien immer noch glauben, den Mainstream-Medien, ja, und dann sagt, wählen bringt das sowieso nichts. Wenn wählen was bringen würde, wäre sie nicht erlaubt. Ja? Unter 50% Wahlbeteiligung fällt alles aus. Also Schwachwuch. Das sind Dinge, die von überall, von allen Seiten gestreut werden. Ja, die spalten sollen und die Bürger eigentlich müde machen sollen, zur Wahl zu gehen. Guck dir mal die Wahlen an. Früher, zur DDR-Zeit, mussten wir alle wählen gehen. Ne? Und dann brauchte man nicht mehr wählen gehen. Und dann waren aber über 80-90% hier im Osten. Das ist jetzt so weit runter. Und gerade jetzt in den letzten 3-4 Jahren, wenn man schaut, dass die Wahlbeteiligung, wenn es gut ist, nur gerade mal mit 60%. Ja, aber wir hatten da großen Zuwachs. Die in den Altparteien sitzen, die sitzen nicht nur als Bürgermeister und Landrat und was weiß ich, die sitzen in allen möglichen Gremien, die sitzen im Landtag, im Bundestag und verdienen da eine Schweinekohle und die lachen sich halt scheckig. Und die werden natürlich immer wählen gehen, ihre Anhänger, ihre Familien und alle, die da irgendwo dran sind. Und deshalb haben die Altparteien überhaupt einen großen Zuwachs. Denn nur mal vorstellen, wenn sich jetzt die 40%... Erste Rede, dass ich in Rage. Die 40%, die nicht wählen waren, mal wählen gehen würden und sich dann überraschen, dass sie wählen. Darüber können wir sicherlich noch diskutieren, wenn wieder Wahlen sind, Landtagswahlen sind. Da kann man mal eine große Runde machen mit allen Parteien zum Thema Wahlen. Wir wollten heute eigentlich mal ein bisschen Licht in die Situation der Unterschriftenaktion bringen, die derzeit läuft, weil eure Gruppe eben dazu aufgefordert hat, also zu unterschreiben für die Abwahl des Bürgermeisters. Das war die Diskussion. Mehr ist jetzt leider in der Zeit auch nicht zu machen. Wir werden uns sicherlich dann irgendwann, wenn es wieder in die Wahlaktion geht,
Klar, also der Wahl des Landrates ist ja im Moment auch noch ja, da mal diesen akut, Sonntag unbedingt zur Wahl gehen. Wo man natürlich wieder befürchtet, ich glaube, dass die Wahlbeteiligung nicht hoch sein wird, dass es wieder eine Wahl der Kreistagsabgeordneten geben wird. Kann ich dazu noch kurz was sagen? Wir hatten gestern Kreistag und wurde im Kreistag beschlossen, eine Vorlage beschlossen, dass dann der Kreis entscheidet. Wenn es so wenig Wähler sein soll. Ja, wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal. Ja. Aber das ist für mich eigentlich eine Wahlbeeinflussung. Da vergeht den Leuten eigentlich, ach, der macht sowieso die. Ja, aber das liegt doch an den Leuten. Die wählen. Das liegt an den Leuten. Wenn, sie haben die Wahl, sie können hingehen richtig und sagen, jetzt wähle ich den Landrat. Richtig, aber es ist auch so, wie ich die Massen beeinflusse. Ja. Und beeinflussen kann ich sie über die Medien, durch solche Vorlagen. Die hätten sie nicht die 4 Tage warten können. Ja, und dann den Beschluss fassen, die Wahl abwarten und dann den Beschluss fassen. Nicht, dass die Leute vorher schon die Lust verlieren, zur Wahl zu gehen. Das ist für viele so. Viele sagen, oh, du brauchst ja nicht mehr gehen. Und deshalb, Leute, geht zur Wahl und wählt ja, richtig. Da sind wir uns einig, ja, geht zur Wahl, dass der Landrat gewählt wird. Vielen Dank, Egon Niemacke, für die Informationen hinsichtlich ja, dieser Unterschriftenaktion. Ich hoffe, dass sag mal, alles rechtens laufen wird, dass es... Akzeptiert er dann auch die AfD oder eure, nee, Entschuldigung, ist ja nicht die AfD-Aktion, es ist ja eine Aktion der Bürger, also ja, dass eventuell dann das von euch akzeptiert wird, wenn es nicht funktioniert. Ja, sicherlich, muss ja so sein. Ja. Man kann es nur probieren. Ja. Und wenn es nicht klappen sollte, wobei ich hoffe, dass wir es schaffen werden, die Stimmen zusammenzubekommen und dann hängst du zusammen ab, die muss ich also alle fotografieren, etc. und auch nachzuziehen, ob da nicht ein bisschen übertrieben wurde bei der Prüfung. Dann ja, hat es zumindest einen Effekt, der Bürgermeister weiß, dass er sich nicht mehr alles rausnehmen kann. So wie schon bei Telefone vor einem Jahr. Das war schon ein saustarkes Stück. Da hätte eigentlich, da haben eigentlich alle als AfD-Fraktion, auch auf die anderen Fraktionen, die hofft, die da so taten und sich aufgeregt haben und auf immer war wieder Schweigen im Walde. Und da muss ich sagen, was die anderen Abgeordneten der Regierung betrifft, bin ich schon ganz schön enttäuscht. Jetzt werden wieder alle über mich schimpfen und herziehen, aber das bin ich gewöhnt. Okay. Das halte ich durch. Danke erstmal für das kurzfristige Interview. Wir hatten ja heute darüber gesprochen, über diese Geschichte, und da habe ich gesagt, okay, ab ins Studio, wir wollen darüber reden, über die ganze Aktion, dass vielleicht auch mal ein bisschen ja, Licht ins Dunkle gebracht wird. Das war's, das war unser Faktencheck zum Thema Unterschriftenaktion, Abwahl Bürgermeister von Eisenstadt, Frank Balzer. Danke und wir machen weiter. Ja, tschüss. Mach's gut, Leute.